In diesem Battle wurden uns verschiedenste Dinge aus dem Arbeitsalltag von Michael vor die Nase gestellt, von denen wir das Gewicht schätzen mussten und teilweise zu ziemlich überraschenden Ergebnissen gekommen sind. Aber fangen wir nun erstmal mit dem ersten Gegenstand an. Eins, zwei, drei. Okay, Akkuschrauber. Ja. Typisches Arbeitsgerät von dir, würde ich sagen. Haben wir jeden Tag in der Hand. Also die meiste Arbeit machen wir mit dem Akkuschrauber. Dann müsstest du ja genau wissen, wie schwer so ein Ding ist, oder? Was denkst du, wiegt dieser Akkuschrauber? Oh Gott, ich habe gar keine Ahnung, ne? Hast du ein Kilo oder ein Gramm aufgeschrieben? Ich habe ein Kilo aufgeschrieben. Ist auch gemein, wenn er das jeden Tag in der Hand hat. Da kann ich ja nur daneben liegen. Oh Gott. 2000 years later. Willst du jetzt bei 3 in die Kamera halten? Ja. 1, 2 und 3. Ich habe 2,5, ja. Ich habe 1,1. Mal schauen, was ist die richtige Lösung ist. Dann bist du näher dran. Ja, ich bin näher dran. Du bist 800 Gramm entfernt. Dann war das jetzt wohl dein Start, deine erste Runde. Dann würde ich sagen, nächste Runde und let's go. 3, 2, 1. Ah, das ist eine Kernbohrkrone. Ich wollte gerade fragen, sowas habe ich noch nicht gesehen. Damit bohren wir Löcher in Wände, in Boden und in Decken. Im Neubau, wenn wir Löcher machen müssen, dann wird das mit einem Kernbohrgerät gemacht. Ist schon ein bisschen abgenutzt, also wahrscheinlich oft in Benutzung. Ist mit Diamantbohrkrone, also da sind kleine Diamanten mit verarbeitet. Wie viel wird sowas wiegen? Ich schreibe wieder ein Kilo auf, ja? Ich auch. Ich glaube, ein Gramm wird zu groß. Das Problem ist, ich würde es gerne anfassen und hochheben, damit ich so ein bisschen ein Gefühl habe. Ich habe 2,6 Kilo. Okay, krass, ich habe 5 Kilo. 5,3 Kilo. Ich bin mir ziemlich unsicher, ob ich ein Gramm bin. Ich muss auch mal eine Chance haben, okay? Wäre ja schlecht, wenn ich in meinem Beruf nicht viel weiß. Wann fängst du eigentlich so an mit Arbeiten? Um 6.30 Uhr. Das ist ganz schön krass früh, ne? Es geht. Also man muss immer bedenken, man steht ja früh schon auf, dann bin ich lieber um 6.30 Uhr auf Baustelle und dann 16.30 Uhr haben wir wieder Feierabend. 3, 2, 1. Das ist jetzt eine Presse für Geberit. Mit dem machen wir unsere Heizungsleitung. Wir pressen damit unsere Meplerrohre. Die benutzen wir schon jeden Tag. Wie schwer wird denn so ein Ding sein? Also als Tipp kann ich dir geben, es ist schwerer als die Bohrkrone. Auf 3 wieder. 1, 2, 3. 4,2 und 3,8. Jetzt bin ich gespannt, was... Das ist relativ nah dran, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen Auflösung. Ja! Erster Punkt für mich. Glückwunsch. Jetzt habe ich sogar mal einen Punkt gegen Michael gemacht. Ja, also 2-1 für die Azubis. Okay, das kenne ich auch. Armaturenzange benutzen wir jeden Tag. Wenn wir die Armaturen im Badezimmer ranbauen, da sieht man auch an der Zange, hat keine Ecken und keine Kanten, das sind glatte Flächen. Einfach um die Gegenstände nicht zu beschädigen. Apropos Bad, ich wollte dich auf jeden Fall fragen, ob du schon mal irgendwie eine krasse Situation erlebt hast und dann so, keine Ahnung, alles unter Wasser stand. Das war mein erstes WC, das ich rangebaut habe. Da muss man Stutzen machen, wenn man die Keramik verbindet mit der Wand. Und diesen Stutzen habe ich zu kurz geschnitten. Und als ich die Testspülung gemacht habe, kam das Wasser unter dem WC raus. I am under the water. Please help me. Da lernt man als Lehrling, dass man dann beimal guckt, wenn man was misst. Die Lehrlinge sind ja hier, um was zu lernen. Also Fehler in der Ausbildung auf jeden Fall erlaubt. Genau. Eins, zwei, drei. 450? Ich habe 350. Wieder nah beieinander. Ja, auf jeden Fall. Ja, mal gucken, was die Lösung sagt. Nein, ja, echt? Boah, krass. Genauer Treffer. Ich wollte genau die Mitte nehmen, weil ich dachte... 500, 450. Perfekt. Okay, 2 zu 2. Dann hast du aufgeholt. Stark. 3, 2, 1. Kabeltrommel. Ja, klar. Oh, die Kabeltrommel, das ist schwierig. Ja, sowas sieht man halt immer, ne? Aber wie schwer wird denn so ein Ding sein? Aber was denkst du, wie viele Meter Kabel sind da so drauf? Gute Frage. Auf der Baustelle braucht man auf jeden Fall 4 Kabel. So um die 50 Meter. Aber so viel sind hier nicht drauf. Doch. Echt? 50 Meter? Also mit der Kabeltrommel, die brauchen wir halt oft, weil wenn wir jetzt wie hier auf dem Neubau sind, das sind zwar schon die Kabel vom Elektriker verlegt, aber wir müssen halt vom Baustrom, müssen wir uns den Strom erstmal selber reinholen. Gibt es denn eine Frage, die du nicht mehr hören kannst? Auf Familienfeiern ist die häufigste Frage, kannst du dir mal mein Bad ansehen? Kannst du mal gucken, das Wasser läuft nicht ab? Hätte ich mir auch gedacht, also wenn man einen Handwerker in der Familie hat, der ist auf jeden Fall immer... Man ist immer gefragt. 3, 2, 1. Ich habe 6 Kilo. Oh Gott. Das wird spannend. Wer holt den Punkt? Wer gewinnt hier das Battle? Dann hast du hast gewonnen. Krass. Nochmal richtig aufgeholt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit Michael hier heute zusammen zu spielen. Und ich habe den ersten Punkt für die Handwerkskammer geholt. Und wenn ihr Lehrling des Monats werden wollt im nächsten Monat, dann bewerbt euch einfach. Infos könnt ihr in der Infobox finden, wie ihr euch bewerben könnt. Ja, vielleicht sitzt ihr nächsten Monat schon hier und spielt dann mit Jenny das Quiz.